Hallo, ich bin Mahsan. Ich komme aus dem Iran und ich studiere Elektrotechnik in Hannover. Für mich ist es spannend zu sehen, was für Projekte an der Fakultät gibt. Heute nehme ich euch mit auf eine Entdeckungsreise. Gerade findet in Ägypten die 27. Weltklimakonferenz. Und hier an der Uni haben wir Forscher, die intensiv an der Energiewende arbeiten. Zum Beispiel Ingenieurinnen und Ingenieure, die neue Technologien davor entwickeln. Heute besuche ich Lena Bure. Sie ist Doktorandin am Institut für elektrische Energiesysteme und ihr Fachgebiet ist elektrischer Energiespeicher. Hi Mahsan. Hi Lena. Na, geht's? Gut. Ja. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Wollen wir reingehen? Ja, bitte. Mist. Lena forscht an Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse. Von Wasser konnte man Sauerstoff und Wasserstoff bekommen. Ist es so einfach? Kannst du uns erklären, wie es geht? Ja, na klar. Also die Elektrolysezelle, die wir uns heute angucken, ist eine PEM-Elektrolysezelle. Mhm. Die hat den Vorteil, dass die unter sehr verschiedenen Stromdichten gefahren werden kann und die Produktgase auch schon unter Druck hergestellt werden können, wenn man das möchte. Und die Elektrolysezelle besteht erstmal aus einer Anode und einer Kathode. Und in diesen Zellen ist ein Flowfield drin. Das sind diese Strukturen hier. Und da wird das Wasser möglichst homogen verteilt in der Zelle und die Gase werden abtransportiert. Also auf der Anode entsteht Sauerstoff, der verlässt dann da die Zelle. Und auf der Kathode entsteht der Wasserstoff, den wir gewinnen wollen. Und in dieser Zelle sind dann noch verschiedene andere Schichten. Zum Beispiel hier auf der Anode haben wir eine poröse Transportschicht aus Titan. Und die dient dazu, dass die Elektronen an- und abtransportiert werden können und auch das Wasser und die Gase schön homogen verteilt werden. Und als nächstes kommt dann unsere katalysatorbeschichtete Membran, die sieht so aus. Und das ist jetzt in unserem Fall Nafion. Das ist ein fester Elektrolyt, der Protonen leiten kann und Elektronen aber nicht. Und auf beiden Seiten befinden sich Katalysatorschichten. Die kommen aus der Platinmetallgruppe, also das ist konkret Platin und Iridium. Und die dienen dazu, dass die Reaktion schnell und effizient abläuft. Und die kommen dann hier so drauf, wir nennen das darum auch Sandwich. Und auf der anderen Seite, die poröse Transportschicht ist aus Kohlenstoff, weil hier haben wir nicht so hohe Potenziale und die Zelle ist nicht so sauer. Und dann können wir die zusammenbauen. So. Und das wird dann in den Rahmen eingesetzt, verpresst und das nehmen wir dann rüber mit zum Teststand. Hier sehen wir unsere Elektrolysezelle jetzt im Betrieb. Auf der Anode geben wir Wasser rein, das sehen wir hier. Und über den Strom, den wir anlegen, können wir hier Sauerstoff und dort Wasserstoff produzieren. Das heißt, innerhalb dieser Zelle findet die Reaktion statt, in der das Wasser gesplittet wird in die beiden Gase. Wir schließen dann an diese Zelle einen Potentiostaten an und damit vermessen wir die Eigenschaften dieser Zelle. Also über den Strom, den wir hier angeben, können wir dann zum Beispiel die Spannung messen und da gucken wir uns dann hier sogenannte Stromspannungskennlinien an und versuchen über diese Kennlinien möglichst viele Informationen zu der Zelle zu gewinnen, damit wir die Vorgänge in dieser Zelle besser verstehen können. Und darüber hinaus können wir in der Elektrochemie auch tiefergreifende Analysen machen, wie zum Beispiel Impedanzspektroskopie. Und auch hier versuchen wir, mehr Informationen über die Zelle zu gewinnen, die Prozesse besser zu verstehen und am Ende diese Elektrolysezellen zu verbessern, sodass wir den Wasserstoff
effizienter und kostengünstiger herstellen können und die Materialien, die wir einsetzen, um die zu reduzieren. Danke dir vielmals. Ja, gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Jetzt treffen wir Leiter des Instituts, Professor Hanke Reichenbach. Er ist ziemlich bekannt und hat sich mal als Hydrogenmann verkleidet. Er ist einer der Superhelden, die vor Energiewende kämpfen. Hallo. Hi, Masan, grüß dich. Ja, klar, ich mache gerade Kaffee. Willst du auch einen? Ja, bitte. Ja? Danke. Okay. So, magst du mit Milch und Zucker oder? Keine Milch, keine Zucker. Keine Milch, kein Zucker, okay. Bitte schön. Genau. Dankeschön. Oh, Vorsicht, jetzt oben ein bisschen. Warte mal, ich wische das mal ab. Ja. Danke. Ich wische mal da oben den Rand ab, genau. Genau, soll ich mir auch. Ich hatte eine Frage. Die Idee ist so einfach, dass man es kaum glauben kann. Wasser als Energiequelle. Ja. Zwar der Schriftsteller Jules Verne hat in seinem Buch Die geheimnisvolle Insel im 1875 geschrieben, dass Wasser die Quelle der Zukunft ist. Mhm. Aber ist die Idee jetzt reif genug, dass der Wasserstoff unseren fossilen Brennstoff ersetzen kann? Auf jeden Fall. Also die Zeit ist jetzt angesprochen, aber diese Idee von Jules Verne, die muss man auch noch mal glatt rücken. Und wenn du Lust hast, am besten, ich zeig dir das drüben mal am Tisch. Ja, gerne. Ja. Danke. Ja, also nochmal zurück zu Jules Verne. Also dieser Satz, der wird häufig mit Wasserstoff im Kontext benutzt, aber der Haken dabei ist, dass es bei Jules Verne so aussieht, als wenn das Wasser die Energie in sich trägt. Aber die Wahrheit ist, dass die Energie aus erneuerbaren Energien kommt. Man nimmt also erneuerbaren Strom, den man irgendwoher bekommen muss, können wir ja nachher noch drüber reden, und spaltet damit das Wasser auf in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff gibt man einfach in die Atmosphäre ab und den Wasserstoff können wir dann benutzen als Energieträger. Ja? Und reif ist das. Wir haben jetzt ist es soweit. Also die Technologien sind ja schon seit längerer Zeit bekannt und verfügbar, aber erst jetzt brauchen wir es auch im Kontext der Energiewende. Mhm. Haben wir denn genug Wasserstoff? Mhm. Wo soll denn Wasserstoff herkommen? Also im Moment noch nicht. Im Moment erzeugen wir den Wasserstoff noch aus fossilen Quellen. Man kann den auch aus Erdgas gewinnen. So hat man das jetzt auch viele Jahrzehnte gemacht. Das war einfach billiger gewesen. Und wenn man über den Wasserstoff aus Erdgas gewinnt, dann entsteht dabei CO2. Und das ist natürlich klimaschädlich. Deswegen muss jetzt in Zukunft über diese neue Route, über die Wasserelektrolyse, die euch ja auch Lena im Labor gezeigt hat, der Wasserstoff aus erneuerbaren Strom produziert werden. Und jetzt hat man sozusagen zwei Dinge, die man braucht. Wir brauchen jetzt erneuerbaren Strom in großen Mengen. Erneuerbarer Strom ist ein sehr knappes Gut, auch im Moment. Und das wird auch in Zukunft noch so bleiben. Deswegen geht man davon aus, dass man diesen Wasserstoff auch im Ausland erzeugen wird, wo man also genügend erneuerbaren Strom bereitstellen kann. Und das Zweite, was man braucht, sind die Elektrolyseure, an denen wir unter anderem auch am IFES hier forschen. Diese Apparate müssen großtechnisch bereitgestellt werden. Wir brauchen also eine entsprechende Ausrüsterbranche, die das dann aufbaut und dann bereitstellt. Auch dort sind die Weichen schon gestellt und es gibt viele namhafte Unternehmen, sowohl in Deutschland als auch in Europa und auf der ganzen Welt, die diese Ausrüstung jetzt auch bereitstellen. Und so steht dem Ganzen jetzt nichts mehr im Weg eigentlich. Ja. Aber warum nutzen wir den grünen Strom nicht direkt? Warum den Umweg mit Elektrolyse? Also das ist eine total wichtige Frage. Und die Aussage ist, Wasserstoff ist nicht das Allheilmittel. Also überall da, wo ich den Strom direkt benutzen kann, da mache ich das auch. Und das liegt daran, dass ich einfach einen viel, viel besseren Wirkungsgrad habe. Ich kann also aus der erneuerbaren Energie, die ich habe, am besten Nutzen ziehen, wenn ich das direkt mache. Ja? Beispiele dafür wären, dass ich eben Erneuerbare direkt von der Windmühle entsprechend in die Beleuchtung von Gebäuden reinstecke oder in Industrieprozesse. Und das passt bei vielen Anwendungen auch super toll zusammen. Wenn man sich mal so einen Gewerbebetrieb hernimmt, der tagsüber produziert, tagsüber scheint auch die Sonne und dann kann man das auch entsprechend direkt nutzen. Der Wasserstoff, der spielt nur eine Rolle, wenn es darum geht, entweder über größere Distanzen zu transportieren oder so ein bisschen zwischenzuspeichern oder wenn ich für bestimmte Prozesse, die ich CO2-frei haben möchte, gar keinen Strom benutzen kann. Zum Beispiel in der chemischen Industrie und in der Schwerindustrie. Da geht das gar nicht mit erneuerbaren Strom. Da brauche ich ein weiteres Hilfsmittel. Okay. Welche Einsatzfelder siehst du, wo wir denn Wasserstoff unbedingt brauchen? Ja, schau mal, ich habe hier mal dieses Schema, was im Hintergrund zu sehen ist. Das können wir uns vielleicht einmal anschauen. Hier kann man sehen, wofür wir in der Zukunft überall Wasserstoff benutzen können. Mhm. Und wir haben jetzt gerade
über diesen Bereich gesprochen, also eine Möglichkeit, um fossile Rohstoffe in der chemischen Industrie und in der Schwerindustrie zu ersetzen. Ja, und hier unten ist mal so ein kleines Bildchen auch dazu dargestellt. Hier sieht man ein sehr prominentes Beispiel aus Niedersachsen, ein Prozess, mit dem man Stahl kocht. Mhm. Hier oben ist die alte Route. Man hat den Hochofen und in diesen Hochofen hat man bisher Eisenerz hineingegeben und Kohle. Und diese Kohle braucht man, um aus dem Eisenerz den Sauerstoff hinauszulocken. Und dabei entsteht leider CO2. Man kann das Gleiche aber auch mit Wasserstoff machen. Wasserstoff hat auch die gleiche Eigenschaft. Und dann lockt man also aus dem Eisenerz mit dem Wasserstoff den Sauerstoff raus und kriegt dann dabei Wasserdampf. Und blöderweise muss man aber dabei den ganzen Hüttenprozess umwandeln. Und das ist hier in dem unteren Bereich dargestellt. Man kann also nicht die klassischen Hochöfen nehmen, sondern muss spezielle Reaktoren dafür verwenden, in die man dann Wasserstoff hineingeben kann, auch das Eisenerz, und herauskommt auch der Rohstahl. Ja? Also das wäre ein so ein Beispiel, und hier habe ich eben mit erneuerbarem Strom überhaupt keine Chance. Ja. Hier drüben ist noch so ein weiteres Beispiel gezeigt, die chemische Industrie, das ist hier in diesem Bildchen zu sehen, die braucht eben heutzutage Wasserstoff, Synthesegas, das ist eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff und funktionale Kohlenstoffbausteine. Und es ist jetzt ein leichtes, einfach hier grünen Wasserstoff hineinzubringen, sofern der Preis stimmt. Ja, die chemische Industrie ist auch sehr preissensitiv. Ja. Das heißt, der Wasserstoff darf nicht so teuer sein, sonst wollen sie den nicht grün haben. Mhm. Ja? Ja. Und hier in dem Schema sehen wir noch andere Bereiche. Wir sehen einmal hier oben auch die Mobilität. Dort wird Wasserstoff in der Zukunft auch eine große Rolle spielen, neben der Batteriemobilität. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also, Wasserstoff ist also kein Mittel, um jetzt die Batteriemobilität irgendwie unnütz zu machen, sondern es braucht so einen gemeinsamen Ansatz dazu. Mhm. Und das kann man hier an diesem Bildchen sehr, sehr schön sehen. Schaut mal hier, wir haben hier auf dieser Achse aufgetragen die Reichweite der verschiedenen Fahrzeuge, die man haben möchte, und hier die Nutzlast. Und jetzt kann man sehen, dieser Kreis hier, das ist so die Straße, die urbane Mobilität, und hier hat man die Mittelstreckenmobilität, hier hat man jetzt den öffentlichen Personennahverkehr, also mit großen Nutzlasten und etwas größeren Reichweiten, LKW, Bahn, Flugzeug und Schiff. Mhm. Und die verschiedenen Farben jetzt, die man hier sieht, die repräsentieren jetzt die Speicherform, die man dafür braucht. Wir sehen hier unten in der Ecke kommen dann die Batterieantriebe mit zum Vorschein und in diesem Bereich hier der Wasserstoff. Und daraus kann man also sehen, dass man alles gemeinsam braucht. Und es gibt hier oben noch einen weiteren Energieträger, das sind die sogenannten synthetischen Kraftstoffe, die man auch aus Wasserstoff machen kann und mit dem man dann Flugzeuge und Schiffe antreiben kann. Und der Grund, warum das so gestaffelt ist, hängt mit der Speicherdichte zusammen. Also Batterien haben eine sehr geringe Speicherdichte, dann kommt Wasserstoff und dann kommen die synthetischen Kraftstoffe. Ja, also das ist ein weiteres Element. Genau, dann sehen wir auch Wasserstoff in der Zukunft eventuell im Bereich Wärme. Überall dort, wo ich sehr hohe Temperaturen erzeugen muss und wo ich auch mit direkten elektrischen Verfahren nicht vorankomme. Das wird aber sehr spät erst kommen. Also wenn wir zum Beispiel an die Wärmewende im Moment denken, dann geht es mehr darum, Wärmepumpen einzusetzen und eher keinen Wasserstoff zu verbrennen. Ja. Und hier ganz zum Schluss ist das, was ich vorhin schon kurz ansprach. Wir haben hier die Langzeitspeicherung von Energie und der Energietransport über große Strecken. Dort wird auch Wasserstoff eine bedeutende Rolle spielen. Und es gibt auch ein sehr schönes norddeutsches Beispiel hier dazu. In Bremen soll ein weiteres Stahlwerk mit Wasserstoff versorgt werden. Aber der Elektrolyseur, der den Wasserstoff macht, der steht in Emden, also genau auf der anderen Seite von Niedersachsen, und man transportiert über eine große Gasleitung dann den Wasserstoff dahin. Und der Grund, warum man das so auseinanderzieht, hängt damit zusammen, dass in Emden eben viel erneuerbarer Strom von der Küste anfällt. Und ehe man den jetzt elektrisch nach Bremen transportiert, macht man in Emden einfach das Gas und transportiert es über eine Gasleitung. Okay. Ja. Und so kann man sehen, dass also überall hier Wasserstoff eine Rolle spielen wird, aber ganz wichtig, nicht die einzigste. Es gibt also viele andere Routen und wir brauchen einen Mehrklang aus denen. Wir haben jetzt so viel über Erneuerbare erfährt und ich würde gerne ein bisschen als zukünftige Ingenieurin, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte, wo ist der Anfang, womit soll ich beginnen? Ja. Also du kannst natürlich mit einem Studium, oder diejenigen, die uns zugucken, können natürlich mit einem Studium hier beginnen. Wir haben zwei sehr schöne Studiengänge, wo das reinpasst, das Thema. Das eine wäre die Elektrotechnik und dort die Spezialisierung auf die elektrische Energietechnik. Mhm.
Dort kommen wir auch hier mit den entsprechenden Vorlesungen vor. Dort suchen wir auch Studierende für Abschlussarbeiten und so weiter. Und wir haben noch einen anderen sehr schönen Studiengang, nämlich die Energietechnik, die also die Welt aus der Elektrotechnik und dem Maschinenbau dort verheiratet. Auch dort sind wir mit den Themen unterwegs. Und dort kann man anfangen, wenn man Weltretter werden möchte. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und vielen Dank für eure Zeit. Ja, gerne. Schön, dass du da warst. Danke für deine Fragen. Danke. Ciao. Tschüss. Wow, echt nette Leute. Und kaum zu glauben, dass Wasser, ganz normales Wasser, wenn wir es umwandeln, als Ersatz für unsere fossilen Energiequelle sein könnte. Ja, das war mein Besuch bei IFES. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt gespannt sein auf meine nächste Tour. Macht's gut, bis dahin. Oder auf meine Muttersprache Persisch, Bedrut, eure Mahsan.